Nihao, Deutschland. Ein Mann und sein Klavier. Das ist Haiyu Chang, ein weltweit gefeierter Star-Pianist. Er gilt als Ausnahmetalent. Dabei haben seine Eltern seine Gabe recht spät erkannt. Mit knapp 9 Jahren bekam er sein erstes Klavier. Meine allererste persönliche Begegnung zum klassischen Musik oder zum Klaviermusik entsteht tatsächlich durch eine Kassette mit dem Mozart-Klavierkonzerte. Das war meine allererste Berührung zum klassischen Musik und ich war heile begeistert. Und seitdem habe ich wieder später eine andere Kassette von Beethoven Sonaten entdeckt und seitdem konnte ich gar nicht mehr aufhören und irgendwann habe ich angefangen Klavier zu spielen. Ja. Das war der Anfang seiner großen Liebe, Klavierspielen. Und auch wenn Haiyu Chang bereits seit 16 Jahren hier in Deutschland lebt, fühlt er sich so richtig zu Hause nur in der klassischen Musik. Das ist einfach eine Art von unsterblicher Liebe, auch zur Musik, zu das Klavierspiel. Und ich glaube, das ist nie ein Job und ein Beruf für mich. Das ist eine große Leidenschaft, eine Passion, die im Fleisch und im Blut zusammengewachsen ist. Ich bin tatsächlich später angefangen und dann war ich in Peking mit meinen Eltern für eine Aufnahmeprüfung zum Zentralkonservatorium, wo Lang und viele andere auch studiert hatte. Und das ist für mich eine Hochburg, ein heiliger Tempel gewesen für das Klavierspielkunst. Ich habe insgesamt 8 Jahre dort verbracht und ich kann mich sehr gut daran erinnern. Zu meiner Jugend, auch meine Teenage-Zeiten, die historischen Aufnahmen und verschiedene CDs und auch Musikliteratur, auch Biografien über die Komponisten, das war meine alltägliche Futter gewesen und ich war, wie gesagt, besessen. Ich bin schon in Deutschland sehr gebunden. Ich habe jetzt lebe schon mittlerweile seit 16 Jahren hier in Deutschland. Ich liebe beide Länder und liebe beide Kulturen. Wie soll ich sagen, meine wahre Heimat ist vielleicht, wo die Musik ist. Und das ist eine Art seelische Heimat vielleicht. Ja. Herzlichen Dank, Cheche Niemen, dass Sie heute mit dabei waren. Wie Sie sehen, gehen uns die Themen hier nicht aus. Deswegen freue ich mich, wenn Sie morgen auch wieder mit dabei sind. Seien Sie gespannt, welche Geschichten Nihao Deutschland dann wieder für Sie bereithält. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen oder wie die Chinesen sagen, Zaijian.